Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von einem gehäkelten Osterei. Und zwar möchte ich dieses Osterei für euch machen. Eine wunderbare Idee, mal seine Baumwollreste aufzuarbeiten. Meine Baumwolle beträgt 90 Meter pro 50 Gramm und den Faden nehme ich einzeln und eine Häkelnadel Nummer 3,5. Wir machen einen Fadenring und arbeiten dort hinein 10 feste Maschen. Es wird in Runden gearbeitet und jede zweite Masche wird verdoppelt, solange bis insgesamt ringsherum 24 Maschen zu zählen sind. Ein Faden markiert uns nun, wo die Reihe zu Ende ist. Wir häkeln nun 6 Reihen feste Maschen ohne Zunahme. Wer mag, kann das Ei einfarbig machen oder aber auch bunt gestreift. Wenn man die Farbe wechseln will, hole ich noch einmal eine Schlaufe und nehme dann den neuen Faden. Die anderen Fäden, die lege ich auf die Arbeit, die werden direkt mit eingehäkelt. So braucht man sie nicht zu vernähen. Nach den 6 Reihen folgen nun Abnahmen, und zwar 4 Reihen. Wir häkeln jeweils 7 Maschen und häkeln dann 2 Maschen zusammen, fortlaufend wiederholen in den 4 Reihen. Wenn oben die Öffnung langsam zu eng wird, können wir schon mal das Ei ein wenig füllen. Vom Vernähen hebe ich grundsätzlich alle Fäden auf. So habe ich für solche Zwecke ein gutes Füllmaterial. Ihr könnt aber auch alte T-Shirts oder weiche Stoffe verwenden. Wenn die 4 Reihen abgeschlossen sind, häkeln wir jetzt immer 2 Maschen und 2 Maschen zusammen, fortlaufend wiederholen. Wenn die Öffnung relativ klein geworden ist, können wir noch einmal richtig das Ei prall und fest ausfüllen und mit der Schere richtig nachstechen. Alles soll prall gefüllt sein. Weiter die Abnahmen tätigen und wenn das Loch zu klein geworden ist, können wir den Faden großzügig abschneiden, ihn durch eine Nadel geben, die Schlinge zuallererst einmal auffangen und dann den Rest das Eis oben zunähen, den Faden gut vernähen und anschließend abschneiden. Und damit ist das schöne Osterei schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.